Hallo ihr Lieben, ich wollte mich nochmal melden nach meinem Event am Wochenende, meinen 27 Kilometern im Freiwasser in 9 Stunden 15. das war echt eine wahnsinnige Grenzerfahrung, die ich da machen durfte oder gemacht habe. Ich habe es mir ja selber ausgesucht. Also ich bin echt froh, dass ich das mitgemacht habe. Es war wirklich sehr hart. Ich habe mich immer gefragt, wie sich so eine Langdistanz oder ja, im Grunde war es ja von der Länge her, von der Länge der Dauer der Anstrengung war es ja vergleichbar wie ein Ironman. Und ich habe mich immer gefragt, wie sich sowas anfühlt und vor allem, was man da so für Gedanken bekommt, was man im Kopf durchmacht. Und ja, und habe mich immer gefragt, ob ich sowas schaffen würde. Ich habe es geschafft. Ich war ganz schön platt. Ich habe auf den letzten 6 Kilometer tatsächlich keinen Spaß mehr gehabt. Wir haben gut angefangen. Wir haben um 7 Uhr war früh Start auf La Graciosa im Hafen. Ich bin natürlich mit Neo geschwommen, mit Neoprenanzug, und wir haben uns gut eingeschmiert mit Sonnencreme, obwohl ich mich schon gefragt habe, ob man das nicht später machen soll oder ob das überhaupt so lange hält. Ich habe das noch nie gemacht und ich glaube, das war ganz gut, dass wir das gemacht haben, denn an manchen Stellen, wo der Neo dann ein bisschen hochgerutscht ist, auch an den Armen, sieht es dann so aus. Und auch am Bein habe ich tatsächlich einen klitzekleinen Sonnenbrand. ja, aber alles gut. Und ja, und dann sind wir losgeschwommen und das hat sich ganz gut verteilt. Also es wurde vorher gesagt, wir schwimmen eine Pace von 1,45 auf 100 Meter. Das ist ganz entspanntes Grundlagentempo für mich. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich mache da mit. und dann sind wir losgeschwommen. Alle sollten so hinter einer gelben Boje, also jemand, der eine gelbe Boje sozusagen hinter sich hergezogen hat. Kleine Side Note, jeder hatte eine Boje dabei, nur wir alle mussten hinter der gelben Boje schwimmen, um sozusagen, ja, in der Gruppe zu bleiben, dass nicht irgendwelche Leute dann auf einmal schneller schwimmen und nicht nach hinten gucken und ja, die Gruppe verloren geht oder die restliche Gruppe. So, und das hat auch gut funktioniert. Wir hatten am Anfang echt auch so ein bisschen mit der Strömung geschwommen. Das war ganz angenehm. Da habe ich schon gedacht, oh, geil, easy. Und tatsächlich waren auch die ersten 15 Kilometer für mich wirklich easy. Ich bin immer vorne mitgeschwommen, das hat Spaß gemacht. Ich bin immer so ein bisschen außen geschwommen, weil ich das nicht so mag, so nah an der Küste oder an den Steinen so zu schwimmen. Wir haben schon gut Abstand gehalten, aber trotzdem bin ich dann lieber so auf Nummer sicher gegangen. Und ja, und dann war es so, dass nach den ersten 1,5 Stunden haben wir die erste Pause gemacht. Und Pause bedeutet am Boot festhalten und du hast 5 Minuten Zeit, um ja, Gels, Bananen, Wasser mit Geschmack zu dir zu nehmen. Ab und zu, also bei den letzten Pausen, wurden dann auch irgendwie Toasts mit Nutella gereicht. Das habe ich einmal probiert, aber irgendwie, ja, es war wieder mit dem Wasser irgendwie nicht so geheuer. Ja, und nach den ersten 1,5 Stunden, wie gesagt, die erste Pause. Und du musst dich da schon beeilen. A, musst du erstmal zu deinem Boot. Es gab irgendwie 3 Boote, die, wo dann die 30 Leute aufgeteilt wurden. Jeder hatte die Nummer von seinem Boot. Und wenn dann zur Pause gepfiffen wurde, dann musstest du noch schnell zu deinem Boot hinschwimmen. Und dann, bis dann alle sozusagen durchgefüttert wurden, braucht es halt auch noch ein bisschen Zeit. Von daher war 5 Minuten, das vergeht schnell. Und dann musst du auch noch gucken, dass du nicht kalt wirst. Weil man fängt dann schon relativ schnell auch an zu zittern, weil das Wasser ist jetzt wirklich, ja,
schon kalt, auch mit Neo. Genau, und dann ging es weiter und nach 1 Stunde 15 haben wir dann die nächste Pause gemacht und dann die letzten Kilometer sozusagen jede Stunde einmal 5 Minuten. Und ja, wie gesagt, die ersten 15 Kilometer, die waren echt easy. Und dann haben so ein bisschen angefangen, mir die Ellbogen weh zu tun. Ich glaube, das ist aber auch normal nach 15 Kilometern. Und nach 20 Kilometern tatsächlich sind wir dann auch im Norden angekommen. Und da wusste ich schon, also da wurde ja vorher schon kommuniziert, dass das so nach 20 Kilometern kommt so der härteste Teil, weil dann haben wir nämlich mehr Wellen und Gegenströmung. Und ja, genau so war das dann auch. Wir sind geschwommen und ich habe nach unten geschaut, da hast du dann die Steine gehabt und da habe ich dann auch gesehen, okay, eigentlich stehe ich nur. Also es ist eigentlich egal, ob ich was mache oder nicht. Und immer wenn eine Welle kam, dann haben wir uns mal ganz kurz nach vorne etwas bewegt. Das ist schon hart. Also gerade nach 20 Kilometern, wenn man echt so denkt, okay, eigentlich, mir tut schon echt alles weh. Und jetzt komme ich auch noch nicht mehr voran. Und es geht noch ein paar Kilometer. Das ist wirklich nicht so leicht. Genau, ich bin dann auch mal, muss ich ehrlich zugeben, für einen Kilometer ins Boot gehüpft. Und mir hat auch angefangen, mein Handgelenk mega weh zu tun. Ich habe da eigentlich keine Probleme, aber man weiß ja nie. Und ich konnte einfach nicht mehr drücken. Und habe dann aber gesagt, nee, ich ziehe das jetzt hier durch. Und dann habe ich einfach meine rechte Hand immer zur Faust gemacht. Das ist so eine Schwimmer-Technikübung normalerweise. Ja, und so ging es dann. War ein bisschen langsamer, aber es war okay. Und ja, wie gesagt, richtig Spaß hatte ich dann die letzten 6, 7 Kilometer nicht mehr. Aber ja, ich habe mich dann immer daran erinnert, dass so die Leute, die ich kenne, die einen Ironman schon gemacht haben oder auch mehrere, dass die dann eigentlich immer sagen, ja, irgendwann tut dir einfach nur alles weh. Aber das Schöne ist, dass es nicht schlimmer wird. Es bleibt einfach scheiße. So, und ja, und das habe ich dann auch mal erlebt. Ich habe dann immer so innerlich so mit mir gekämpft und mich gefragt, warum ich das gemacht habe. Und geh einfach raus und lass es und es tut alles so weh. Und ja, aber ich habe es durchgezogen. Und da bin ich ganz stolz drauf und viele andere mit mir auch. Und das war wirklich toll. Also, dass die sich dann echt bei den einzelnen Pausen auch immer wieder motivieren. Und auch vor allem die Leute, die in den Booten saßen, also die uns ja unterstützt haben, die uns angefeuert haben. Obwohl ich dann immer mal dachte, wenn dann wieder einer aus dem Boot gebrüllt hat, dass ich so, ist irgendwas? Aber war nichts, alles gut. Ich habe auch keine großen Fische gesehen. Ich habe 2 Rochen gesehen. Ich habe keine Quallen gesehen. Das ist ja, ehrlicherweise bin ich ein kleiner Quallenschisser. Aber keine Quallen. Und ja, ansonsten hatten wir wirklich sehr, sehr großes Glück mit dem Wetter. Danke nochmal. Und ja, was war sonst noch? Ja, das Reinkommen wieder nach La Graciosa, also in den Hafen, das war echt schön am Ende, weil uns wahnsinnig viele Leute dann zugejubelt haben, uns angefeuert haben und es war wirklich einfach geil. Und dann auch einfach zu wissen, dass man es geschafft hat. So unglaublich. 27 Kilometer und 9 Stunden 15 im Wasser zu sein und einfach durchzuschwimmen, das ist irgendwie. Ich glaube, da muss man schon echt eine ganz schöne Schraube locker haben. Ja. Naja, und ansonsten
gab es abends dann noch, wurden noch eingeladen auf dem Katamaran. Da gab es noch so ein bisschen kleine Häppchen, die auf dem Boden übrig geblieben sind von einer Bäckerei in, auf La Graciosa. 1A. Und ein bisschen flüssige Verpflegung und eine kleine Siegerehrung, also so ein kleines Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, auch an alle Helfer und die Mutter von dem Kind, das 2019 hier an Krebs gestorben ist, die war auch da und die hat sich auch nochmal bedankt und war ganz gerührt und ja, das war schon, das sind dann immer so Momente, wo bei mir auch so ein kleines Tränchen unter die Maske kullert. Und ja, solche Momente, da denke ich immer, das war das alles wert. Und das war das sowieso, weil ich glaube, so eine Erfahrung, auch wenn meine Oma immer so mit dem Kopf schüttelt und sagt, das ist krank, das macht man nicht, das ist nicht gesund für den Körper. trotzdem finde ich solche Grenzerfahrungen tatsächlich sehr, sehr lehrreich und bringe mich eigentlich immer wieder weiter voran und ja, ich finde es gut, seine Grenzen auch mal auszuloten und zu schauen, wie weit es geht. Und ich muss tatsächlich sagen, mir ging es an dem Abend wirklich erstmal nicht so gut. Ein bisschen Bier hat tatsächlich geholfen, aber am nächsten Tag und am übernächsten Tag, außer dass ich jetzt noch ein bisschen mit meinem Handgelenk kämpfe und ja, hier und da so ein bisschen Muskelkater habe, geht es mir sehr gut. Da war ich echt überrascht, dass ich das einfach so gut weggesteckt habe. Und ja, da haben mein Trainer und ich vielleicht in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Danke nochmal, Ralf. Genau, also das war echt mega cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Und Lanzarote ist sowieso eine geile Insel, wo immer super Events stattfinden, die ich immer wieder gerne mitmache. Und ich habe tolle Leute kennengelernt, mal wieder auch vom Festland und von den ganzen Inseln. Und ich habe schon irgendwie wieder Einladungen zu irgendwelchen ja, Langstrecken Schwimm-Events in Marokko und Spanien und so, aber ja, vielleicht nächstes Jahr. Schauen wir mal. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich grüße euch. Ich habe noch ein paar Tage auf der Insel, die ich noch ein bisschen genießen darf und ich schicke euch ein bisschen Sonne, wo auch immer ihr gerade seid.